will ich natürlich dann auch haben. Geschaut habe, was er bringt. Und zweite Kiste. Nochmal ein halbes Herz. Gut zu wissen. Wie sieht denn die weitere Ebene aus? Zumindest schon mal der zweite Goldraum. Den Löffel nehme ich sehr gerne, weil ich damit zielsuchende Tränen bekomme. Bis dann nach links geht es ja auch noch. Natürlich irgendwie so ein bisschen mies, dass gerade der mit Auge auch noch farbig ist. Naja, schwer war er zumindest nicht. Natürlich pushe ich den noch genau in die Richtung, wo ich laufe. Okay, dann habe ich den Weg auch. Mit den 6 Münzen kann ich auch in den Shop schauen. Aber ich fürchte, die 15 bringe ich nicht in den Zahn. Aber vielleicht ja doch. Vielleicht finde ich ja wieder erwarten auf den Geheimraum. Mit 3 Bomben. An sich suchen gehen mit 5 Bomben. Naja, 4, weil ich will an die Kiste. Geld. 14 Münzen. Eine brauche ich nicht. Für mich mit einer Mega-Zollbombe, die mich natürlich sogar noch trifft. What the fuck? Ich bin irgendwie tot. Okay, jetzt brauche ich viele Herzen. Und vorher gehe ich nirgendwo hin. Leiter kann ich mir jetzt auch noch kaufen. Einmal Leiter, einmal Herz. Und an sich habe ich auf der Ebene alles, was ich wollte, aber ich gucke trotzdem mal noch, wie es da weitergeht. Weil ich jetzt hier campen kann. Dauert zwar ein bisschen, aber warum nicht? Ich muss
Schlüssel. Und hier gibt's Maden. Hier seid ihr gerade alle so schön auf einem Haufen. So, noch ein Schlüssel. Warum habe ich das Gefühl, ich habe zu viele Schlüssel? Ich hätte lieber ein paar mehr Herzen statt Schlüssel. Geld nehme ich auch gern, genauso wie den siebten Schlüssel. Bombe und rote Fliegen. Na gut, dann habe ich die komplette Ebene. Da komme ich nicht rein. Aber da drüben auf dem Weg zum Boss liegen ja auch noch zwei Herzen. Ich hoffe, ich komme an eines davon ran. Wäre recht nett. Und außenrum. Und komme ich ran an das Herz? Mit einer Bombe käme ich ran. Nehme ich lieber das hier. Das kostet mich auch nur eine Bombe, nicht ein ganzes. Kann ich da lassen. Und der zweite Boss ist Pestilenz. Der sich mal einfach spontan entschlossen hat, drei von seinen Magen zu spawnen. Die aber zum Glück auch selber killt. Wieder sympathischer macht. Und sein spammendes Pferd. Stirb, stirb, stirb mit ihm. Gut. Ein Cube of Meat für mich. Und die nächste Ebene. Hat gleich mal einen Goldraum hier. Mit dem Yamheart. Geiles Item. Zumindest besser als die Sanduhr, finde ich. Und hier kann ich ja auch wieder in der Mitte campen. Genau, einfach mal alles spammen hier. War ja klar, dass mich da einer treffen muss, wenn alle da gleichzeitig spammen. Skeleton Key. Für den Kampf am Jahr. Mache ich. Ich hab das mit dem aufgeladenen Yamheart. Okay, ihr seid nervig, egal was für ein Item man hat. Brain Power. Pff,
und noch eine Münze. Ein halbes Herz war hier noch. Finde ich ja cool. Ja, ich will meine 6 Münzen verspielen. Und ich kann mich nur noch mal wiederholen, dass mir der Run zu schlüssellastig ist. Ich habe 99 Schlüssel. Ich hätte lieber irgendwie 99 Bomben oder so. Eine Pille. Noch ein Schlüssel. Und eine Fliege. Wow. Ich lasse den Automaten sogar mal da stehen, glaube ich. Ach ja, genau. Ich habe schon wieder vergessen, wie der Boss heißt, aber egal, auf jeden Fall in der blauen Form spawnt der Bombenflieger. Die man aber auch gegen ihn einsetzen kann. Und die Pille könnte ich einsetzen. Ja, okay, eine Bad Gas Pille. Nicht das Beste, aber auch nicht das Schlechteste. So mittendrin. Zusammen mit der Bombs-Aki-Pille. Und die wäre jetzt eigentlich recht geil. Diesen Boss hasse ich, weil man ihn kaum trifft. Aber er ist down. Das ist das einzig Wichtige. Ein Bettler, dem ich 3 Münzen geben kann. Dann gebe ich ihm halt 3 Münzen. Aber er gibt mir nichts. Schade. Sehr schade. Richtig gesehen, dass der an der Spike-Plattform Schaden bekommen hat. Das wäre endepisch. Euch ignoriere ich einfach gekonnt. Von dir will ich gar nicht erst irgendwas, weil du bist böse. Ach komm. Nicht Masken. Masken sind scheiße. Komm, wenigstens eine down. Danke. Und noch 2 und die letzte. Und wahrscheinlich... wahrscheinlich überlebe ich die Ebene nicht. Nee, ich überlebe die Ebene sogar hundertprozentig nicht. Wenn da schon solche Gegner da sind, ja, das war klar. Na gut.